So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Jack Cocoon. Eigentlich wollte ich jetzt weiter Mario 64 aufnehmen, aber der Camtasia Recorder ist abgestürzt und ich habe keinen Bock mehr. Also nehme ich mit Fred zu Jack Cocoon weiter auf. Was ist denn das hier für ein Ding? Wenn die noch schwer sind, das kann man jetzt noch nicht benutzen. Also gehen wir mal weiter. Und hier diese Abkürzung ist es nicht. Eigentlich müsste ich hier lang können, weil der Weg ist jetzt. Oder? Nee, doch nicht. Hä? What the fuck? Eigentlich ist da ein Weg, wo man Schätze abschlauben kann. Irgendwie komme ich da jetzt nicht lang. Aus irgendeinem bescheuerten Grund. Ein neuer Gegner. Skype, oder wie ausgesprochen wird. Naja. 32 HP. Glaube ich auch ziemlich kräftig rein. Im Käferwald werden wir übrigens primär Luftgegner sehen. Glaube ich zumindest. Oh Gott. Na, abgewehrt. Gut gemacht, gewandt. So, das müsste ich noch einmal angreifen können. Warum stirbt er mir jetzt nicht? Gut. Und fangen. Diese Kämpfe dauern natürlich länger als beim Pokémon, haben wir schon längst bemerkt. Und beim neuen Viechern werde ich den nicht ausschneiden. Das ist doch nicht dein Ernst. Junge, mit 2 HP bist du aus dem Kokon ausgebrochen. Mal, hast du diese noch alle? Nochmal. Also, wenn es jetzt nicht klappt. Ich kann dich nicht mal angreifen, dazu bin ich zu stark. Ich bin ja immer in Fangstufe 2, also. Ja, mach ihn. Mann, das dauert mir echt immer zu lang. Jetzt ist das Kampfsystem nicht so lahmarschig wie bei Pokémon. Braucht man ja für einen einfachen Gegner 5 Minuten, um den zu bezwingen. Ja, komm, du schaffst's. Brav. Geht doch. Das dürfte hier unsere Fangstufe ein bisschen erhöhen. Ja. Leuchtkäfer 3, gefangen 2 Monster. Oder Diener, oder wie man es nennen will. Was man hier nicht mit einem Analog-Stick oder mit einem Controller-Stick nicht steuern kann, ist blöd. Das Spiel ist noch nicht so alt, da gab es noch keinen Controller mit Stick. Ich hoffe, man weiß, was ich meine. Ich glaube, bevor ich gegen das Vieh kämpfe, sollte ich mich mal beeilen. So. Damit ich nicht nur mit 30 HP in den Kampf reinrenne. Ja, ein bisschen langsamer, dann wird es den ganzen auch nicht was, Leon. Massiv Schaden. Macht sich Schaden, mein Gott. Müssen wir überlegen, könnte ich jetzt nochmal angreifen oder töte ich den dann damit eigentlich schon. Und 2 habe ich nur noch und ich fang dann jetzt auch gleich. Ja, das habe ich natürlich vergessen. Ah, wahrscheinlich das halt jetzt nicht raus. Und er ist beim nächsten Gegner, wenn ein neuer kommt. Ich muss auch stehen. Ich sitze schon die ganze Zeit. Jedoch, gleich im ersten Mal. Sie ist auf so einem verdammt unbequemen Küchenstuhl. Ich habe nämlich hier gerade an meinem Platz keinen Bürostuhl. Was sehr unbequem ist. Das ist ein Holzstuhl aus der Küche. Oh Gott, die Viecher. Pilze. Nee, nicht so einfach mal. Na komm. Ich nenne es einfach mal Patasch.
hat das scheißen die Viecher. Haben nur 25 HP, sterben auch sehr schnell, man muss, also 90 ab, man muss eben abschätzen, wie viel die noch vertragen. Ich glaube, das sollte ich mal überfangen. Oder er halt, nee, er heilt sich nicht. Die haben nämlich die schlechte Angewohnheit, dass die sich heilen können. Da haben wir ja schon mal drei Monsterarten, die wir miteinander kreuzen können. Ich mag eben die Melodie vom Fang. Schaust du's? Yeah. Also zu Anfang werde ich jetzt nur alle Viecher immer nur fangen. Weil ich ja nur kein Monster habe, was ich aufleveln könnte. Sondern level ich über Levant auf. Jo, komm her. Ich krieg dich. Wir wollen ja bloß nicht fangen spielen, ne? Na komm. Ach, das gibt's doch nicht. Ach, Mann. Levant, der steht mich an. Das ist doch nur ein lahmer Pilz. Also, da müsste sie auch wieder nicht. Naja. Hoffentlich muss ich mich nicht heilen. Scheint nicht so. Gut. Was machst du jetzt? Wie du heilst dich? Nee, gut. Oder waren das andere, die sich rein konnten? Na egal. Was sind denn die Stuhlstellen? Das sind halt erst ein bisschen hin und her bewegen. Meine ja, aber jetzt nicht mit aufnehmen. Ich wollte mal ein bisschen was schaffen. Und ich mal viele Parts zum Hochladen habe. Ich nehme mich auch fast jeden Tag wirklich was hochladen können, bevor ich dann ab dem 1.9. weg bin. Und fassen der Punkte. Ich weiß gar nicht, wie die HP sich erhöhen bei Levant. Oder werden die immer auf 100? Und ich nicht. Oh, hier haben wir eine Truhe, mit dem was da drin ist. Verschlossen. Wie verschlossen? Und wo gehe ich einen Schlüssel her, bitteschön? Ich will Schlüssel haben. Schlüssel. Oh Gott, das... Renn ich den blöden Vieh hinterher. Und frieß nicht mehr was. Na komm. Ach, so. Ich habe jetzt so viel HP, wie er hier abhört. Dürfte aber zu schaffen sein, hoffe ich zumindest. So. Jetzt fangen. Wie du heißt dich? Wer? Oh Gott. Also wir trifft hier nicht nur auf Windviecher, wie man sieht, weil das Feuer ist. Ich hoffe, nach dem Kampf sollte ich mich mal nochmal heilen. Ich spare meine alkigen Stellen bei WGs immer so lange auf. Und kaufe auch recht wenig. Schicken wir eine Ausrüstung, das Geld rein und wenig an Heilgegenstände. Und schaust du's, musst du eigentlich. Genau. Fangelevel nehmen wir ja nicht hoch genug. Man muss sehr viele Viecher bei dem Spiel fangen. Einmal wegen der Fangstufe. Das bin ich Neuling. Aha. Und einmal irgendwie wegen dem Geld und wegen den ganzen anderen Sachen. Haben Sie es, dass meine HP erhöht oder was? Schon so. Ach, die Monsterliste kann ich euch jetzt übrigens auch mal zeigen. Patasch ist ganz hinten, so wie es Scabs und Scab. Ich weiß nicht, wie es hier ausgesprochen wird. Ja, egal. Ich habe mir den Namen von den Viechern sowieso nicht gemerkt. Okay. Eigentlich müsste irgendwo noch eine Truhe sein. Ich setze mich mal wieder hin. Ach, ich bin doch blöd. Deswegen konnte ich da nicht hin. Weil der Baum davor war. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Warum laufe ich jetzt eigentlich nochmal zurück? Ich bin doch hier vollkommen falsch. Irgendwo müsste ein Schlüssel sein. Ich glaube, ich heile mich erstmal. Nutzen, Krokurz. So. Plötzlich HP geben die Dinger.
Und ich habe wieder viel zu wenig Krugwurz. Fällt mir auf. Nein, ich will nicht ins Menü. Ich will rennen. Das aufs Dreieck zu legen, rennen, das ist eine schlechte Idee gewesen. Das ist ja noch so ein Vieh. Pateichu. Also ich habe die Pikachu. Irgendwie. Frag mich nicht wieso. Der haut mächtig rein. Wo sind noch Stufe 1 hin? 7 HP, mein Gott, 7. Überlegt euch das mal. So, jetzt aber fangen haben, schaffe ich das jetzt. Na, was machst du denn? Feuerangriff, na toll. Fangen. So. Schneide ich das eigentlich wieder nicht raus? Na egal. Gewohnheit. Schneide ich das dann wieder beim nächsten jetzt raus? Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Mann! Mann, ich bin Fangstufe 4 und ich bin Neuling. Also erst nochmal. Das war vielleicht langweilig sein für den Anfang, aber das Tolle, das Verbinden von Monstern kommt ja erst noch. So, dann ist halt ein FG. Mal wieder auf Level. Ich trete es auf die Stelle. Wieder. Ich brauche irgendwo einen anderen Stuhl. Na gut. Spätestens Freitag, Samstag, also jetzt von heute angesehen, wenn ich das hochlage, ist es ja schon viel später, werde ich dann wieder endlich oben Internet haben, bei mir im Zimmer. Was habe ich denn nicht hier? Hier ist doch ein Beutel. Ein alter Sarg aus Gruppengewebe hängt zwischen Efeublättern fest, die einen Festblocken bedecken. Schablikör. Das weiß ich nicht, wozu man hier gegen Schablöcke braucht. Wir haben doch überhaupt noch keine gereinigten Monster. Und 2, 4, 6, 8 Leuchtkäfer. Leer 2 nur noch. Schablöcke ist ja das, was man für die Heilung von den Dienern braucht. Ich kann nur noch 2 Viecher fangen. Also langsam ist es knapp mit dem Platz. Kann sein, dass hier auch nur 10 Viecher rumlaufen. Irgendwo war doch ein Schlüssel, oder nicht? So, was haben wir denn hier? Ein neues Vieh. Ein blaues. Na komm her. Mukambu. Komischer Name. Naja. Aber ich zieh 10 ab, das ist nicht dein Ernst, oder? Doch. Wow. Da haut ganz schön kräftig rein. Ja, das hier war es, was ich heilen konnte, genau. Hm, seht ihr. Das hier konnte sich heilen. Das ist extrem nervig. Das glaubt ihr bestimmt auch. Das verteidigt er sich. Na toll. Das macht es weniger Schaden. Und jetzt kann ich ihn nicht mehr... Verteidigst du dich nochmal? Ja, gut. Jetzt kann ich dich wenigstens noch einmal angreifen. Gut. Und jetzt nicht heilen, Freundchen. Sondern nicht heilen, habe ich... Das ist doch nicht wahr, oder? Ey. Das Vieh ist ewig ohne Ende. Macht mir jetzt nicht mehr so viel Schaden. Wenn du dich jetzt noch einmal heilst, dann kriegst du Ärger mit mir. Ja, fangen, so. Das hat für uns aber einen Vorteil. Da müssen wir uns kein Schablücke für unsere Viecher einsetzen. Wenn wir das haben. Also ein neues Vieh ist, werde ich das natürlich nicht schneiden. Kokon sieht gar nicht wie ein Kokon aus, sondern der wie ein Pokéball. Ganz ehrlich. Ein Dirty Tiger Pokéball. Nenn ich einfach Jade Ball. Jade Ball. Boah, kriegen wir mal ganz schön viel Erfahrung mit das Vieh. So.